den Kopf wieder frei bekommen, das ist die Parole unter der Woche nach der ersten Saisonniederlage, diesem unter dem Strich sicherlich unnötigen 0:1 beim FSV Frankfurt. Ein Sieg, ein Unentschieden, dann diese Niederlage, irgendwie nicht Fleisch, nicht Fisch, dieser Start in die Saison, womit wir dann auch beim Gegner am kommenden Freitag wären. Der FC St. Pauli kommt um 20.30 Uhr ins Revierpower-Stadion, ebenfalls mit 4 Punkten im Gepäck, vor allem mit dem Pokal aus in Münster und einer bitteren Heimniederlage gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld in den Klamotten. Ein besonderes Spiel am Freitag, zum einen für Marc Schottkowski, einem Bochumer Jungen. Ein besonderes Spiel auch, weil Richie Sukutapasu auf seine alten Weggefährten treffen wird. 1,5 Jahre lang gegen unsere Nummer 9 am Millantor auf Torejagd. Jetzt macht er das für den VfL und so richtig 100%ig zufrieden ist Richie mit dem Bochumer Saisonstart noch nicht. Ja, zufrieden ist man nie als Fußballer. Ich meine, es gibt immer wieder irgendwas, das man gut besser machen kann und auch machen wird. Von daher denke ich mal, der Trainer gibt mir sehr gute Arbeit und das ganze Trainerteam. Und von daher werden die uns schon auf den richtigen Weg bringen. Was muss man denn besser machen, jetzt im Vergleich beispielsweise zum Spiel in Frankfurt? Ja, das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass wir auf jeden Fall gewinnen müssen. Ne? Ich meine, nochmal verlieren wollen wir nicht. Und ja, der weitere Detail wird der Trainer mit uns schon eingehen und dann werden wir gut vorbereitet sein für St. Pauli. Es gibt also noch einiges zu optimieren vor dem Flutlichtknaller gegen die Gäste aus Hamburg, die sich bisher vor allem in der Defensive stark präsentiert haben. Erst ein einziger Gegentreffer in den ersten 3 Partien, lediglich Fürth an der Tabellenspitze und Verfolger Karlsruhe, ließen die Gegner genauso selten oder noch seltener jubeln. Allerdings ist bei den Kiezkickern selbst auch noch nicht dieser Torknoten geplatzt. Auch auf der Habenseite gibt es bislang nur einen Einschlag zu vermelden und zumindest das soll am Freitag dann auch so bleiben. Personell hat sich einiges getan unter der Woche. Marcel Maltritz hat mit leichten Rückenproblemen kurz ausgesetzt, ist aber wieder dabei, ebenso wie Ken Ilse. Der hat einen Schlag aufs Knie bekommen, befindet sich aber wieder im Mannschaftstraining. Außerdem ist Heiko Butscher nach überstandener Patellasehnenreizung wieder eine Option für den Kader. Ein Fragezeichen gibt es noch bei Christian Tiffert. Der konnte aufgrund von Problemen im Adduktorenbereich nicht mittrainieren. Neuzugang Adnan Zahirovic war unter der Woche mit der bosnischen Nationalmannschaft unterwegs. Cheftrainer Peter Neururer jedenfalls geht mit sehr viel Zuversicht in die Partie gegen den FC St. Pauli. Über 20.000 Zuschauer werden erwartet und die sollen mit dafür sorgen, dass der Knoten mal wieder platzt beim VfL. Denn anders als in Frankfurt, wo es zwar viel Ballbesitz, aber wenig Durchschlagskraft nach vorne gab, will man den Bochumer Jungen und Mädchen im Stadion ordentlich was bieten. Das Premierentor von Sukutapasu gegen den Ex-Verein, warum eigentlich nicht? Wobei, das Premierentor, das gab es ja eigentlich schon. Ein Tor habe ich ja gemacht, was leider aberkannt wurde. Nichtsdestotrotz glaube ich mal weiter ran und gebe Gas und ich denke mal, wenn ich weiter meine gute Leistung bringe, dann wird das so auch kommen. Richie lässt sich also nicht aus der Ruhe bringen. Das sind doch schon mal ganz gute Voraussetzungen für das Spiel gegen die alten Kollegen aus dem Norden. Wie gesagt, ein besonderes Spiel für Richard Sukutapasu. Hast du dich denn schon mal ausgetauscht mit den alten Kollegen? Gab es ein paar SMS jetzt im Vorfeld dieses Spiels, oder? Ja, heute werde ich auf jeden Fall noch einen schreiben und ein bisschen stecheln, den Dennis Saube. Okay. Und dann will ich noch ein bisschen ärgern und ja, dann holen wir uns die 3 Punkte.